Hallo, mein Name ist Esther Leppertinger. Ich bin Christ und ich lasse mich nicht impfen. Darüber geht's in diesem Video. Bitte informiere dich, überprüfe alles, nimm Verantwortung und hör gut zu. Also ich lasse mich nicht impfen, egal was passiert. Auch wenn ich meinen Job verliere oder wenn ich sogar das Land verlassen würde, würde ich machen. Also ich sehe diese Impfung als gefährlich und es gibt zu wenige Beweise, dass es wirklich hilft und schützt und dass es nicht schädlich für uns ist. Ich habe keine Angst vor Krankheiten. Krankheiten ist normal, sie kommen und gehen. Ich kenne das, ich habe schon jahrelang Krebs, ich weiß das, wie es ist, schwer krank zu sein und trotzdem habe ich keine Angst vor Corona oder vor anderen schlimmen Krankheiten. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod, denn eigentlich ist es ja schön, wenn es kein Leid mehr gibt und Unwissenheit und bei Jesus im Himmel ist doch viel schöner als auf der Erde. Ja, und alles ist in Gottes Hand, ob ich ganz schlimm Corona bekomme oder nur leicht Corona bekomme. Oder wie man auch immer diese Krankheit nennt. Oder ob ich sterbe. Gott kann eingreifen. Klar, ich muss ihn nicht herausfordern, aber das ist in diesem Fall sowieso nicht. Ja, euch hat es interessiert, was meine Meinung dazu ist, was ich mache. Und das ist meine Meinung und jeder muss es selber wissen und herausfinden, was er macht. Also ich habe keine Angst vor Ich schaue auch keine Nachrichten, wo man dann immer Angst bekommt. Ich weiß, dass ich in Gottes Hände bin und ich kenne auch die germanische Heilkunde. Deshalb weiß ich, wie Krankheit wirklich funktioniert und wie das abläuft. Dort wird auch aufgeklärt, wie Viren wirklich funktionieren und was das eigentlich ist. Ich wünsche mir, dass ihr euch die Zeit nimmt, euch zu informieren, was Corona, die Impfung wirklich ist, was du machen sollst und zu beten und Gott zu suchen und zu fragen, was du machen sollst. Und dass er endlich aufhört, Angst vor Krankheiten zu haben. Es geht gar nicht. Informiert euch bitte, was Krankheiten wirklich sind. Dies könnt ihr gerne bei der germanischen Neuen Medizin tun, in meinen Videos oder auch andere Kanäle gibt es dazu Videos, die das erklären. Ihr könnt dazu meinen Kanal abonnieren, dann habt ihr das immer. Oder mich auf Instagram abonnieren. Weitere Infos seht ihr in der Beschreibung. Das Wichtigste, ihr habt Jesus. Christ is enough. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche keine Impfung für irgendwas. Ich lasse mich impfen mit Beziehung, mit Jesus, mit Liebe, mit Sonnenstrahl, mit Freude, mit Liebe.